Man ist immer damit beschäftigt, dass man so sagt, der Kosmos ist da draußen total weit weg. Ich habe damit nichts am Hut. Unerreichbar, ganz grausig, weit, weit weg. Und dabei sind wir eine komplette Kopie des Universums, des Kosmoses. Also wenn wir, es gibt dieses Da Vinci-Bild, wo der Mann seine Arme nach außen macht und so und einen Kreis herstellt als Person. Und man muss sich das so vorstellen, in Wirklichkeit sind wir mit unserer Aura zusammen ein kompletter Kosmos. Und das ist so, dass die Gehirnwelt ist sozusagen das Bewusstsein. Und im Körper, wenn du dann runtergehst zur Hüfte, ist es die Sonne, sozusagen die Zentralsonne des Universums. Und die Gliedmaßen sind die ganzen verschiedenen Systeme, sozusagen das Bewusstsein, das agiert. Und wenn du dann sozusagen deinen ganzen Körper anschaust, ist eigentlich dein ganzer Körper voll von Sternen. Auch das Gesicht, ganz viel die Hände, ganz viel die Füße. Und der gesamte Körper besteht eigentlich aus Planeten. Man könnte sie in der Körpersprache auch Zellen nennen. Und wir sind sozusagen eine Anordnung von Planeten, von Welten. Jedes Organ ist eine Welt. Jedes System, was wir in uns haben, ist eine Welt für sich. Die ganzen Strukturen, die Verbindungen, die Nervenverbindungen. Genauso wie wir findest du das im Kosmos auch alles wieder. Und es gibt eine Übung von Marco Pogacnik, wo du dieses Bewusstsein, dieses Gefühl im Körper wahrnehmen kannst. Und es ist dann voll da. Und du fühlst dich dann wie ein gesamter Kosmos. Also ein jeder von uns ist sozusagen ein ganzes Universum. Das heißt so, das Wunder des Universums ist nicht nur da oben, sondern auch hier bei uns. Auf der Erde befindet es sich in jeder Person. Deshalb kann jeder herumgehen und sagen, ich bin ein ganzes Universum. Weil jeder von uns ist ein ganzes Universum. Und wenn man sich vorstellen will, wie das Universum ist, muss man einfach nur gucken, wie man selber ist. Also wenn man so Verbindungen, wenn man reisen will, auch im Universum, ist es, als ob man sich hinspürt zu seinem Herzen oder hinspürt zu seinem Zeh, dann reist man in dem Moment zu seinem Zeh und das ist am anderen Ende des Kosmos. Sozusagen, so ist es das simple Beispiel, sich vorzustellen, dass wir im Grunde genommen im Universum reisen können, dass das gar kein Problem ist. Es ist nur in dem Bewusstsein, in dem wir noch drin sind, in dem elektromagnetischen Bewusstsein, können wir uns das noch nicht vorstellen, aber es ist immer da. Die Reisen werden dann durch Tore fortgeführt. Das gibt es in Filmen schon so, Tore, wo man von einer Welt in die andere kommt. Das gibt es alles aber nicht in dem jetzigen Bewusstsein. Das kommt alles noch auf uns zu später. Und dann reisen wir durchs Universum, können auch Astralreisen kann man ja sowieso schon machen, schon längst. Aber es wird darüber hinausgehen. Wir werden mit unseren Körpern reisen. Von einem Ort zum anderen. Aber nur um sich das vorzustellen, dass das alles nicht weit weg ist, kann man sich das auf seinen Körper anwenden. Und jetzt reise ich zu meinem Fingernagel und jetzt reise ich zu meinem Ohr und unterhalte mich mit meinem Ohr. Lerne mein Ohr kennen, das Universum des Ohres, des Gehörs. Und so muss man sich das im Universum vorstellen, wenn man auf Reise geht.
Wir sind sozusagen ein Teil des Ganzen und deshalb sind wir immer auch gleich das Ganze. Und jedes Organ ist ja auch wieder ein Universum für sich, ne? Ja. Mit eigenem Bewusstsein, mit eigener Wesenheit, mit seinen ganz eigenen Systemen. Und so wie das in uns alles perfekt zusammenarbeitet, so muss man sich das im Universum vorstellen. Und so muss man sich das auch auf der Erde vorstellen. Die Erde ist ein perfekt zusammenarbeitendes System. Wir Menschen haben das noch nicht so richtig durchschaut und denken, wir wissen schon besser, wie das System sein soll. Aber wir haben nur das Bewusstsein über die materielle Welt. Es gibt aber verschiedene andere Dimensionen der Erde, die wir nicht kennen. Und wenn dann die Erde sich sozusagen weiterentwickelt, bezieht es alle Dimensionen mit ein, auf die wir noch gar nicht kommen. Es gibt ja 64 Dimensionen und 12, 13, 14 kann man schon, gibt es Leute, die die schon erfassen können. Und wenn eine Erde sich wandelt, werden diese Dimensionen alle mitgenommen. Ein Mensch denkt auch nicht für die Natur, denkt nicht für das Wetter, denkt nicht für die Mineralien. Die Beziehung Mensch und Mineralien ist gar nicht da. Und dabei bestehen wir aus Mineralien, aus Salzen. Und das ist, wenn sozusagen die Erde, die Mutter Erde, Gaia, diese Veränderung macht, dann macht sie die bestmöglichste für uns alle, für alle Wesenheiten, die auf der Erde sind. Und wir Menschen haben ja scheinbar eine eigene Vorstellung davon. Wir wollen nämlich einen Widerspruch herstellen. Wir wollen die Fülle in Mangel umwandeln, um damit ein Geschäft zu machen, damit wir Geld verdienen, also die Wirtschaft Geld verdient. Aber das ist für immer zum Scheitern verurteilt, weil es der Fülle im Weg steht. Weil Mangel gibt es nicht. Und wenn es Mangel gibt, gibt es plötzlich Hunger. In der Fülle gibt es keinen Hunger. Und das wird alles in Kauf genommen, nur damit man Geschäft macht, damit man Naturgüter als Eigentum verkauft. Die gehören aber einem gar nicht, die gehören der Natur. Der Urheber einer Erdbeere ist die Natur, nicht der Mensch. Und das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess. Und der Mensch, der sich dazwischen schaltet und als den Eigentümer betrachtet, ist nicht der Eigentümer. Der Mensch vergeht, so wie die Erdbeere auch wieder vergeht und wieder neu kommt. Wir sind immer nur sozusagen ein Teil des Ganzen und wir bestehen nur aus Fülle. Und deshalb wird unser jetziges System, was auf Mangel baut, nicht bestehen, sondern es wird gehen. Es wird sich verabschieden. Es kann sich das auch nur leisten, weil die Natur Fülle gibt. Kann sich das der Mensch leisten, damit ein Geschäft zu machen. Wenn der Baum genauso denken würde wie der Mensch, würden wir morgen schon alle tot sein. Und zwar von einem Tag zum anderen. Daran sieht man, wie brutal wir sind, was wir eigentlich anrichten. Gleichzeitig mussten wir bis hierher uns entwickeln, um jetzt dann den nächsten Sprung zu machen. Also es ist alles richtig. Man muss immer von jetzt an wieder neu denken. Immer jeden Tag beginnt eine neue Phase, eine neue Entwicklungsphase. Also es geht nicht darum, sozusagen zu verurteilen, zu bewerten, zu beurteilen, wie es vorher war, sondern es gibt etwas, was immer zum Scheitern verurteilt ist. Das ist das hiesige Geldsystem, Wertsystem, Rohstoffsystem. Und deshalb gibt es immer einen Krieg, um immer wieder alles runterzufahren, um dann wieder zu verschwenden, also wieder in die Verschwendung zu kommen.
Aber es braucht immer wieder eine Reduzierung. Obwohl der Wohlstand trotzdem immer wieder mehr immer sich durchsetzt, wird dann immer wieder versucht, das wieder alles runterzudrücken. Und ich glaube, dass es diesmal nicht mehr funktioniert. Diesmal werden wir einen gesamten Wandel des Systems machen. Und am Ende des Tunnels wird es Fülle sein. Jeglicher Form. Fülle für alle und jeden. Verrückt ist ja, früher gab es ja Dürren. Wenn du jetzt ein Bauer warst, der ein Feld hatte und du hattest eine Dürre, dann wird es für die Familie eng, ne? Dann ist nicht genug zu essen da. Oder wenn man es schon verkauft, dann verdient man nicht genug Geld, um damit andere Güter zu kaufen. Und diese Dürresommer haben wir ja auch nach wie vor. Aber es ist ja trotzdem immer alles da. Oder dann war doch mal dass es so früh Frost gab und die ganzen Blüten wieder erfroren sind von den Obstbäumen, aber das Obst war trotzdem da. Wir leben ja hier eigentlich in der Fülle, aber natürlich auf Kosten von anderen. Die Fülle kann ja nur stattfinden, weil wir die auf Kosten von anderen leben. Und wir müssen alle einbinden. Das steht jetzt an.